Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist Lost Ark. Ich bin hier in Stern. Da hat mich die letzte Quest wieder hierher geführt nach Stern. Das war der Teil 1, oder die erste Quest von einer, zumindest so wie es aussieht, zweistufigen Kaderquest. Und diese erste, die aus dem letzten Short, die Kaderquest, wird freigeschaltet, wenn man die Hauptquest fertig hat. Dann kann man sich die am Hafen unten holen, bei diesem Söldner Heinz, der da rumsteht, der einen schon eingangs die erste Kaderquest für die Söldner da gibt. Und wenn man die abgeschlossen hat, sagt er, hey, du kannst mich gerne in Stern besuchen. Und das mache ich jetzt. Und mal gucken, was er für uns hat. Du kommst genau richtig. Ich weiß nicht recht, wie ich es erklären soll. Schmuggler haben sich nach Stern geschlichen und angefangen, ihre Drogen immer aggressiver zu verkaufen. Sie wurden in die Enge getrieben, was sie noch gefährlicher macht. Der Verlust ihrer Basis und Einnahmequellen treibt sie in die Verzweiflung. Sie müssen irgendwo eine Fabrik haben, die das Zeug herstellt und keiner weiß etwas. Ich werde die Händler zur Fabrik verfolgen. Würdest du in der Zwischenzeit bitte alle illegalen Drogen beschlagnahmen, die du in Stern finden kannst? Kann ich machen, ich hoffe. Nee, ich glaube nicht, dass ich da die Leute dabei schlage. Mal gucken. Mal schauen. Hier kommt mein großer. Hast du das neue Buch der Rosa? Die Truhe wirkt überaus verdächtig. Die ist mir doch gleich ins Auge gefallen. Und da ist nochmal eine verdächtige Truhe. Und da bin ich schon fertig. Okay. Der Turm der Evolution. Galoppel, galoppel, galoppel. So, dann reden wir mit ihm. Gut gemacht. Danke für deine harte Arbeit. Jo, das war echt heftig. Meine Fresse. Leider gelang es mir nicht, einen der Drogenhändler zu ihrer Fabrik zu verfolgen. Hast dich doof angestellt. Du hast so viele Drogen beschlagnahmt und trotzdem werden immer mehr davon verbreitet, während wir hier reden. Die verspotten uns doch. Wir müssen dieses Übel schleunigst an den Wurzel packen, bevor Stern zu einem Schauplatz blutiger. Blutiger ist gut. Blutiger ist gut. Blutiger was? Blutiger? Ja, das lässt er einfach mal so im Raum stehen. Abschließen. Blutiger was? Blutiger was? Ja, ihr seht mich. Ich guck mal, habe ich da was abgebrochen jetzt oder? Gebiet. Nein, das kann man nicht. Gebiet abgeschlossen. Stern. Argentine. Nö, das ist das. Tja, das ist, was ich meine. Jetzt finde ich... Pass mal auf, ich suche mal Schmuggler. Schmuggler. Aufmischen. Das ist die erste Quest. Wo finde ich die? Ah, die hat ein normales Ding. Okay, dann machen wir das mal anders. Dann muss es eine gelbe sein. Aber das kann ja wohl nicht gerade das alles gewesen sein, oder? Also, Schmuggler einsammeln gemischte. Ja. Einsammeln geschmuggelte Waren. Ja, das ist eine sehr merkwürdige Quest. Aber... Ja.
Da gibt's keine Folgequests. Also da, das ist doch merkwürdig jetzt, oder? Ganz ehrlich. Ist hier irgendwo noch ein Questzeichen? Nein. Ich gehe mal ganz kurz durch. Hier kein Questzeichen. Pizzafälle, kein Questzeichen. Schrottebene, kein Questzeichen. Trockenpfad, das wäre ja am Hafen, wenn er da wieder rumsteht. Kein Questzeichen. Der Windbeutelhügel, kein Questzeichen. Tortridge und Rotsandwüste. Ich will ja nichts sagen, aber das ist schon komisch. Okay. Dann war's das. War eine sehr kurze Folge, 6 Minuten. Super spannend. Und klang es ganz zum Schluss auch noch, als wenn es jetzt das große Gemetzel gibt. Irgendwo, dass wir die Schmuggler da zerlegen. Aber nee. Nee, ist nicht. Ja, aber Tel Aviv, wie der Lateiner sagt, müssen wir durch. Hat sich erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich erwarte nicht, dass ich für diese Folge einen Daumen nach oben kriege, weil die ist sehr, sehr merkwürdig gewesen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Bye bye und immer schön gesund bleiben.